So, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Darksiders 2 mit mir, dem Lupus. So, und wir sind hier in der Gießerei unterwegs. Und ja, müssen immer noch die drei Herzen für den Wächter finden. Bis jetzt habe ich noch gar kein einziges gefunden. Da ist mir die ganze Verderbnis. Reichweite ist aber auch nicht besonders toll. Mal die ganze Verderbnis kaputt machen. Natürlich die Truhen sehen. So, nachdem ich in der letzten Folge ja etwas planlos unterwegs war, dass ich dann erstmal den Weg gefunden hatte, wo mich Bub einfach nur hochwerfen musste, toll. Denke ich mal, hoffe ich mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen fixer vorankommen. Wo ich mit dem Ding hin muss, weiß ich ja. Das hatte ich ja in der vorigen Folge schon gesehen. Der muss hier drauf. Und dann darüber. Ich überlege gerade, ob ich von hier aus in die Wand komme. Warte mal. Ich mach erstmal den Sprung. Den schaffe ich auf jeden Fall. Na, ja, aber das ist eine blöde Kamera. Das ist nicht einfach. Hä? Muss geschehen, die Kamera ist wirklich überrallig jetzt gerade, ne? Ah! Oh, ich habe die Dinger hier nicht gesehen. Und hopp. Ah! Okay. Ich glaube, das war sogar der richtige Weg, obwohl ich den. Obwohl ich eigentlich ja nicht drüber wollte. Der eine Etage tiefer ist. Vielleicht kommt man da auch noch auf anderen Wegen hin. Na gut, machen wir mal eine Runde Wandlauf. Ah, okay. Nein, 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 nein. Wow! Ach, weil ich diesen Sprung noch nach oben gemacht habe, versehentlich. Nein, nein, nein. Ach, wenn man dann auf einmal zu schnell wird. Oh, diesmal war ohne Probleme. So, jetzt aber. Nein, voll einfach. Außer man stellt sich doof an. Ja, und? Das sind ja noch keine Sicht gerade. Okay, da habe ich mich den so treffen lassen. Oh, okay, das ist jetzt ein dickerer. Baba! Ja, jetzt. Alter, der mit seiner blöden. Ich brauche mehr Zahn. Komm. Ich glaube, ich soll nur noch helfen. Meiner. Sehr schön. Blödes Ding. Ah, da könnte der Skelettschlüssel drin sein. Und ist er? Jo, der ist Skelettschuss. Sehr schön.
So, und für unten von hier was jetzt auf die. Ich wollte da an die Wand. Aber ich glaube, da braucht man den Grapple. Das ist nämlich so ein Ding an der Decke. Aber wieso braucht man hier den Grapple Hook, wenn ich den noch gar nicht habe? Das ist doch total dämlich. Ich habe doch jetzt auch nicht unbedingt Lust für eine Truhe extra hier rein. Ich nehme mich mal mit. Ich will da hoch. Ich weiß nicht, ob ich den großen hier noch brauche. Deswegen stelle ich ihn einfach mal hier hin. Hier kriege ich ihn zwar nicht durch. Durch die große Tür. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen Schalter, mit dem man alle Tore aufmachen kann. Okay, da passiert nichts, schade. Wieso habe ich das Gefühl, dass es in diesem Dungeon den Grapple gibt? Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Ja dann, wirf mich, du Sau. Hopp. Oh. Du springst wie ein Mädchen. Was? Ich will mich doch verkacken, ey. Sehr schön. Finish. Spring wie ein Mädchen, ey. Der Tod kommt. Kommt gleich holen, ey. Au. Oh, ich hab gar nicht auf die Karte geguckt. Die Verlieskarte. Naja, Mann. Ich habe das Gefühl, dass man da nicht runterkommt. So, erstmal will ich noch wissen, was da oben ist. Okay, das schaffe ich so nicht, den Sprung. Okay. Das erinnert mich doch ganz stark an Darksiders 1. Da waren doch immer alle Waffen drin in solchen Gefäßen, nur dass die damals immer grün waren. Hallo? Ah! Oh, Todesgriff. Mit der Todesgrifffähigkeit kann Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt dies zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu großen Zielen hinzieht oder kleine Objekte zu sich hinzieht. Praktisch. Das wird wahrscheinlich dann das Äquivalent zu der Abgrundkette sein. Kann ich nicht. Wie kommt man denn da hoch? Da ist zwar überhaupt nichts eingezeichnet, aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob ich da hochkomme. Yo, nice. So, das heißt. So, was haben wir da unten? Haben.
Komm, greif! Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Das sieht interessant aus. Das ist ein Secret oder was? Wow! Werfen die mit bloß denn mit Bomben? Alter, wie frech ist das? Ah, das kann man kombinieren, sehr schön. Eine Seite aus dem Buch der Toten. Ich habe ein ganzes Kapitel fertig. Ja, jetzt muss ich sowieso. Jetzt habe ich schon zwei Gründe, um mal zu Vulgrim zu gehen. Interessant, dass ich das gesehen habe. Das finde ich jetzt mal nice. Jetzt habe ich ja gedacht, ich falle da runter. So, warte mal, da kann ich doch garantiert jetzt auch. Sehr schön. Unmöglich. Ich kann nicht. Ach, ich hab Zorn voll. Ach, verdammt. So, da war noch gerade neues Item. Was war denn das jetzt eigentlich? Ach, spektrale Glefe des Frosts. Sieht aber schon. Dass man hier nicht scrollen kann. Sieht mir irgendwie. Sieht auf jeden Fall nice aus. Sieht auf jeden Fall geil aus. Aber warte mal, ich bin Stufe 10. Ja, Bazinga. Auf jeden Fall geil. So, was war denn das? Waren das Handschuhe? Ja. 33 kritischer Schaden. Schaden gefundenes Geräusch. Auf jeden Fall besser. Kann man anlegen. Sehr schön. Sehr schön. Buch der Toten. Ach, der Meißelstein. Irgendwas fehlt mir auch noch. Jetzt Tower Meißelstein. Irgendwas fehlt mir noch für die Schamanen. Ich weiß aber nicht genau was. Sekunde, da habe ich doch auch garantiert noch einen neuen Fertigkeitspunkt. Was haben wir denn da? Todsüberwältigende Kraft wird für eine kurze Weile verstärkt. Kostet 300 Zornespunkte. Die Stärke um 30. Wow. Ach, dass er mal gleich kaufen will. Trifft man die Feindmanipulation, wird außerdem eine Explosion verursacht. Ah ja. Die Chance, den Feindmanipulation zu lernen, erhöht. Nice. Okay. Da kann ich nicht. Zornesregeneration, genau. Kann man mit den Top-Tip-Potschlags richtig schön ballern. So, wo waren jetzt noch die Unterschiede zwischen den beiden Waffen? So, Kraft plus 10 Schaden, kritischer Schaden. Und der hatte Rücksturzkraft und Stärkebonus plus 100%. Also wahrscheinlich der Schaden wird nochmal mal 100 gerechnet, je nachdem, was für Stärke man hat. Wow, das ist natürlich geil. Ja, Junge, jetzt muss ich dich doch da hinten wieder hinstellen. Folge mir! Nix, ich folge dir. Folge mir! Was? Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Folge mir! Folge mir! Mann, das Ding ist doch nicht das schnellste. Was? Warum soll ich dir folgen? Folge mir! Halt den Lappen, Junge! Ich will an die Truhe. Oh, ich mach dann eben's auch vorbei. Jo, sehr schön. Hopp. Unmöglich. So, hier geht's dann wahrscheinlich zurück. Da muss man nochmal extra springen. Okay, das war gut.
So, jetzt folge ich dir, Junge. Nachdem ich da jetzt folge mir. Nachdem ich da jetzt die Schuhe eingesammelt habe. Wupp, weiß scheinbar, wo es lang geht. Ah ja, ich weiß auch, wo es lang geht. Stimmt, da hinten kann ich jetzt ja die Bombe ranziehen. Oh, das will ich nicht. Ich war gerade am überlegen, wie ich, muss mal ganz schnell in den Optionen gucken, wie ich eigentlich zwischen den beiden Fähigkeiten hin und her schalten kann. Wo ist denn das da? Tastenbelegung? Das liegt wahrscheinlich auf einer der 1, 2 und auf Halt. So, Rieterstunde, Erde. Teleporterstunde? Nee, hä? Ach da, Todesgriff. Ist auf Plus. Was? Raserei ist 0? Ist Raserei die Pistole? Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Nee, Raserei muss eine Erlösung. Erlösung ist, glaube ich, die. Kann das sein? Ist das gut? Ich habe gesehen, dass es auf der Taste ist. Dies ist der Moment, in dem sie Bekanntschaft mit deinem Hammer machen. Mit seinem Hammer hier, mit meinem Hammer. Bam! War es das? Bam. Tja, da muss ich die wahrscheinlich fürs Inventar wechseln. Ja, komische Sache, das Lob. Okay. Gucken, was passiert, wenn man anzieht. Ja, schon mal eine Seite. Ich frage mich gerade, ob ich da ranspringen kann. Kann ich? Nein. Ich hatte überlegt, ob er sich da vielleicht festhalten kann. Was? Schon vorbei? Ach, ich muss an der Decke lang. Ach, da oben, hä? Okay. Ah, okay. Jetzt sieh's. Okay, so geht das. Hier muss ich mich jetzt wahrscheinlich fallen lassen und das dann aktivieren, oder? Das war irgendwie falsch. Okay, nochmal. Boah, das war irgendwie gerade losgelassen und gleich den Griff aktiviert. War ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, wo ich lande. Wow. Das ist aber eine ganz knappe Kiste. Da wäre ich ja beinahe in Lava gefallen. So. Wo geht's denn hier hin? Im Keller wahrscheinlich. Ah, geht doch mal oben. Wo geht die Kamera mal wieder nach oben? Was soll denn das? Diese komische Kamera. Perspektive.
ist das der erste Stein? Oh, und davon drei Stück? Okay. Ein Herzstein. Darin ruht die Seele eines großartigen Erschaffers. Finde einen Weg, ihn herunterzubringen. Dann werde ich ihn tragen. Ich werfe dich. Okay. Jetzt frage ich mich, liegt der, ist das nur ein Teil von einem Erschaffer, dann so ein Seelstein, oder... Okay. Und hopp. Oder muss da wirklich ein Erschaffer seine Seele aufgeben? Wäre ja eigentlich ein bisschen dämlich. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn hier wieder zurück? Ich würde sagen. Ja. Ach, den hier habe ich gerade. Doch, warte mal, hä? Muss ich damit erstmal wieder nach links rüberlaufen? Ah ja, das geht. Warum ist der da jetzt von der Wand weg? Was sollte denn jetzt der Quatsch? Jetzt aber. Komm. Ach ja, man hat nichts an Schwierigkeiten. Nur weil man eine Kuh haben will. So. Komm herüber, geglitten. Los! Hier! Ah, okay. Hätte ich beinahe nicht gesehen. Ich wollte noch vorsichtig darunter. Na gut. Jetzt muss ich wenigstens nicht nochmal zur Truhe hoch. Dann gleich weiter. Ah, damit kann ich wahrscheinlich durch die Lava fallen. Fahren. Durch die Lava fallen. Ja, ist richtig. Du bist ein Genie. Oh. Aber ich glaube, selbst wenn ich damit durch die Lava fahren kann, ich glaube, die Gasiere meide ich dann doch besser. Ich würde mich nicht wundern, wenn die mich selbst hier oben treffen. Ja, über Verderbnis, weg damit. Hui. Boah, das ist... Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wo die jetzt das nächste aufschlägt. Sehr schön. So. Und ich denke mal, ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Darksiders wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.